Widersprüchliche Angaben. Die AfD legte sich ja gestern schnell fest, als sie von einem tätlichen Vorfall schrieb. Andere Stimmen aus der Partei, etwa das Parteivorstandsmitglied Dennis Holoch, sprechen gar von einem Angriff. Dazu kursiert ein Video in den sozialen Netzwerken. Tino Chrupallas Sprecher ist da zurückhaltender und sagte uns heute Vormittag, es gebe eine Einstichstelle am Oberkörper Chrupallas, der weiterhin intensiv medizinisch untersucht werde. Demgegenüber steht der Ermittlungsstand der Polizei in Ingolstadt. Die bekräftigte heute erneut, es gebe keinen Hinweis auf einen tätlichen Angriff. Ja, hallo liebe Leute. Könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern? Das war die Frau Diekmann, ja, genau, beim ZDF, richtig, ja. Und was haben unsere Medien nochmal daraus gemacht gehabt, zwei Tage vor dem Wahlkampf in Bayern? Ja, der Herr Chrupalla hatte ja nichts, nicht wahr? Da war ja nichts, genau, stimmt. Also man hat das ja alles heruntergespielt und relativiert. Und heute war die Pressekonferenz mit Herrn Chrupalla. Und Herr Chrupalla hat die Fakten auf den Tisch gelegt. Wie gesagt, aktuell nochmal zu den Fakten, die bislang, wie gesagt, feststellbar sind. Das ist der Blutfleck, der klar diagnostiziert und festgestellt wurde. Das ist der Einstich durch was auch immer, eine Nadel, Kanüle, beziehungsweise das ist pathologisch bestätigt worden, dass es sich um sowas gehandelt wurde. Bislang wurden keine weiteren Substanzen gefunden. Das besteht und ist doch weiter in Prüfung. Das sind die aktuellen Fakten. Er hat die Fragen der Journalisten beantwortet, die trotz Faktenlage verzweifelt versucht haben, immer noch zu relativieren. Wenn ihr euch diese Pressekonferenz heute anschaut, dann ist das schon ein Lehrbeispiel für schlechtesten Journalismus aller Zeiten, liebe Leute. Denn es dauert keine paar Stunden und der gute Fokus kommt mit der neuen Überschrift. Ich lese vor. Chrupalla legt Bericht zur Gewebeprobe vor. Staatsanwaltschaft korrigiert sich. Jetzt gehen wir mal rein in diesen schönen Bericht. Ich blende euch den hier übrigens mal ein. Schön, ne? 15.30 Uhr. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat im Fall Chrupalla die eigene Pressemitteilung von letzter Woche korrigiert, wonach nur eine oberflächliche Rötung bzw. Schwellung am Arm Chrupallas festgestellt worden sei. In einer Mitteilung bestätigt sie die drei Grundaussagen, die am Mittwoch im Deutschen Bundestag bei der Pressekonferenz zum Vorfall anhand ärztlicher Untersuchungsergebnisse getroffen worden waren. Es hat eine Einstichverletzung gegeben. Die Verletzung war im Arztbericht Teil der Diagnose, nicht der Anamnese. Und sie hat Blut auf Tino Chrupallas Kleidung hinterlassen. Alle Ergebnisse der pathologischen Untersuchungen, die Chrupalla in Dresden selber veranlasst hat, wurden der Staatsanwaltschaft zur Unterstützung ihrer Ermittlungen weitergeleitet. Was wir hier gerade erleben, liebe Leute, ist ein Riesenskandal. Ein Skandal, der seinesgleichen sucht. Der Parteivorsitzende einer Oppositionspartei wird angegangen auf einer Wahlkampfveranstaltung und unseren lieben Massenmedien unisono in ganz Deutschland, inklusive des Großteils der Altparteienpolitiker, spielen das Ganze runter und relativieren das. Bis heute Mittag 11 Uhr. Und seitdem hört ihr was? Betretenes Schweigen. Wie war das doch gleich vom Herrn Herrmann, von wegen hinterfotzig etc. pp. Sowas hatte, glaube ich, der Innenminister von Bayern gesagt, nicht wahr? Ja, ganz zu schweigen von all den anderen Aussagen im Netz. Liebe Leute, es ist ein Riesenskandal. Hier wurde eine, auf Deutsch gesagt, Wahlmanipulation betrieben, 48 Stunden lang, der allermiesesten Sorte. Durch die deutschen Massenmedien und auch durch die Politiker der Altparteien. Gut, dass wir das heute dann auch klargestellt haben. Ich wünsche euch da draußen weiterhin einen schönen Tag mit den besten Altparteien und den besten deutschen Medien aller Zeiten.